Hi. Heute oder jetzt mit einem anderen Thema, das auch für Buschkrafter nicht uninteressant ist: Multitools. Multitools im Wald. Braucht man die? Ich würde sagen ja. Um zum Beispiel das Kochgeschirr von der Feuerstelle zu nehmen, falls es keinen richtigen Henkel hat und der Henkel kaputt ist. Oder zum Beispiel um die Firebox wegzustellen. Oder für sonstige Sachen Fallen zu stellen. Sachen, wo man zum Beispiel dieses Multitool, das ist von Gerber, eine Wellenklinge, was ich sehr gut finde. Also ich habe mein Multitool, und zwar das hier von Gerber, immer mit dem Bad. Immer. So, wie gesagt, Wellenklinge. Ja, Flaschenöffner, Dosenöffner. Kleiner Schraubenzieher. Tja, das hier sieht ein bisschen schwierig aus, da brauchen wir einen Fingernagel für. Das ist eine kleine Schere. Was ich an diesem Multitool sehr schätze, ist, dass diese Tools, die an dieser eigentliche, das eigentliche an dem Multitool ist ja im Prinzip oh, falls man das sehen kann, wie das schon schwarz ist, da hole ich immer mal, tue ich immer meine Sachen aus dem Feuer oder setze die Firebox oder sowas um. Also an dieser Zange, dass ja das eigentliche Multitool so ist. Die Schere, diese Teile, die sind extrem robust, und das mag ich bei Gerber sehr gerne. Hier ist eine normale Klinge, und die ist wirklich dick. Ich halte es mal vor die Kamera. Ich hoffe, die werden das gut einfangen. Im Vergleich dazu hier mein Finger. Kann man mal sehen, wie dick die Klinge ist. Dann hier wiederum ein großer Schraubenzieher. Ein Phillips Screwdriver, also ein Kreuzschlitz-Schraubenzieher. Schraubendreher heißt das eigentlich. Und eine kleine Säge, wobei ich sagen muss, da sägt man sich einen Ast. Aber sie sägt. Und nicht schlecht. So, dieses Multitool hat 50 Euro gekostet. Und das ist die absolute Oberspitze für das, was ich bezahlen würde für ein Multitool. Im Lebtag nicht mehr. 100 Euro für Leatherman oder eins von Victorinox. Im Lebtag nicht. So, und jetzt komme ich zu den günstigen Multitools. Das hier zum Beispiel habe ich bei Obi bekommen. Hat, wie auch das von Gerber, eine Feder, damit die wieder auseinandergedrückt wird, hier oben die Zange. Das kann im Set zusammen mit deinem Messer von der gleichen Farbe und dem gleichen Material, also auch die Griffe Aluminium. Und das habe ich leider in meinem LKW, in meiner Arbeitsjacke, hier oben drin. Das ist mein Arbeitsmesser. So, und wie man sehen kann, vielleicht kann man es sehen, wie schnell die wieder zurückschnellt. Im Gegensatz zu dem vom Gerber. Jetzt sind die Tools, die daran sind, leider nicht von außen. Weiß ich, warum die das nicht gemacht haben, ist mir ein Rätsel. Werden nicht von außen zugänglich. Jetzt zum Beispiel eine Feile, eine feine Feile. Auf der anderen Seite ein Schraubenzieher. Mit einem Phillips Screwdriver, also ein Kreuzschlitz. Und eine weitere Klinge.
ist das schon ziemlich stramm angebaut. Also manche Sachen sind ein bisschen wackeliger. So, hier habe ich wieder eine Feile. So, mal testen. Aber ich kaufe mir auch kein Multitool, um zu sägen. Dosenöffner und Flaschenöffner-Kombination, eine kleine Ahle und ein normaler Schraubenzieher. So, wie gesagt, im Set mit dem Messer und einer Taschenlampe, die ich in einem anderen Video vorstelle. Ich werde dann extra nochmal dieses Multitool zeigen. Kann das für 17,95 €. Das hier, ich weiß es nicht, 50, 56, 59, irgendwas in dem Dreh. Das ist übrigens von Obi. Solltet ihr mal gucken, Obi. Dann habe ich hier wiederum ein Multitool, das habe ich mir auch bei Obi gekauft. Hat mir lange Jahre jetzt als Multitool im Arbeitsalltag gedient. Hat auch ein paar Abnutzungsspuren. Ist auch wieder mit einer Feder. Einer Säge, die ich noch nie probiert habe, getestet habe. Ich guck mal. Oh. Die ist genauso gut wie die von Gerber. Hätte ich nicht gedacht. Mit einem Phillips Screwdriver, also ein Kreuzschlitz. Schraubenzieher und wieder Pfeile. Normale und feine Pfeile. Auch leider wieder nur von innen zugänglich. Eine ganz normalen Klinge. Das sind wohl zwei Sägen. Oder sollte das eine Serrated Edge sein, also eine Wellenschliff? Mal gucken, ich werde die mal testen. Hier sind Dosenöffner und hier sind zwei verschiedene Arten von Schraubenzieher. Dann teste ich mal die hier. Ich würde sagen, nicht schlecht. 10 Euro. Wir kommen jetzt zu einem, wo ich zuerst dachte, das müsste eigentlich ein gutes Multitool sein. Das habe ich vom Aldi für 3,59 €. Da hätte ich mich wundern müssen. An sich, so, die Zange ist nicht schlecht. Eine ganz normale Zange kriegt man auch so um den Preis. So, die ist schon mal so eigentlich nicht schlecht. Hat auch wiederum. Und da kommen wir dazu, jetzt ist schwer zugänglich. Eine normale Feile, eine feine Feile, ein kleiner Schlitzschraubenzieher, ein normaler Kreuzschlitz und eine Klinge. Das lässt sich ja noch relativ gut oder ist ja noch relativ stabil. Darin so verbaut, dass es nicht hin und her wackelt. Das hier kommt mir einfach zu leicht raus. Das ist mir zu gefährlich, obwohl die Klinge im Prinzip nicht schlecht ist. Aber das lässt sich nachstellen. Mit einem Dosenöffner. Flaschenöffner, eine Ahle, einen normalen Schraubenzieher und einer kleinen Säge. Das Sägeblatt ist schon sehr klein. Will ich die mal testen? Wie gesagt, Multi.
Multitool habe ich mir nie gekauft, um eine Säge zu haben. Die Säge ist genauso ein Mist wie die. Die Säge ist der hier ebenbürtig. So, und was das Video jetzt, worauf ich im Video hinaus will, ist, es ist nötig, ein teures Multitool zu kaufen? Nein, ist es nicht. Denn dieses Multitool für 10 Euro tut genau den gleichen Dienst wie dieses für 50 oder 60 Euro. Müssen wir mal bei eBay oder Amazon gucken. Obwohl dieses ja auch seinen Dienst tut, auch wenn wenn die Säge nicht so gut ist. Ansonsten ist das hier ein sehr gutes Multitool. Im Set mit einem Messer und eine Taschenlampe für 17,95. Hier ist ein Multitool von, das ist übrigens von der Firma Meister. Meisterwerkzeuge. Stainless Steel. Für 3,59. Und das kam auch noch in einem Holster. Okay, für 3,59 nehmt's. Für einen Discount Bushcraft Kit. Perfekt. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Zu teuer, aber leider mein Lieblings-Multitool. Jetzt kommen wir zu einem Das habe ich mal in einem Video vorgestellt zu meinem Trucker EDC. Das habe ich auch vom Aldi. Das kam für 10 Euro mit Tasche. Die Tasche habe ich allerdings nicht mit dieser Tasche. Die Tasche habe ich allerdings schon habe ich zu Hause, weil die ja immer hier drin ist. Es handelt sich um dieses Multitool. Und das wird auch von Herberts vertrieben. Und Herberts, wissen wir, die machen nichts mehr selbst. Die importieren nur oder verkaufen nur, sind also praktisch reine Wiederverkäufer und verkaufen das fürs Dreifache. Fürs Dreifache. Den einzigen Nachteil, den dieses Multitool hat, ist, da ist leider keine Feder dabei. Aber das stört mich nicht weiter. Das Ding ist extrem robust. Hat hier kleine Imbusschrauben zum Nachstellen, falls es mal ein bisschen wackelig wird. Was zum Beispiel dieses Multitool nicht hat, aber dieses und dieses. Das hier hat es auch nicht. Da bin ich mir fast sicher, weil das hier ist zum Beispiel für Obi gemacht worden von der Firma Lux. Dass das hier, weil es auch die gleichen Aussparungen hat, ich halte es mal nebeneinander. Ich hoffe, das kann man sehen. Sind die gleichen Aussparungen, nur ist das hier ein bisschen geriffelt und lackiert und das hier nicht. Das hier hat an den Stellen Imbusschrauben, das hier Kreuzschlitzschrauben und ansonsten sind auch diese, ich weiß nicht wie diese Schrauben heißen, sind die gleichen Schrauben. Aber ich wollte zu dem 10 Euro Multitool von Aldi. Erstens, es ist extrem robust und es ist auch wesentlich größer als das von Gerber. Das hier ist fast, wie heißen die? Also in Amerika sagt man Needle Nose Pliers. In Deutschland wüsste ich es nicht, weil die so vorne so spitz zulaufen. Das hat dieses Multitool nicht. Das hier hat etwas breitere und das wird zum Beispiel eher geeignet, etwas aus dem Feuer zu holen, weil es etwas größer ist, zum Beispiel eine Pfanne. So, auch was jetzt mich sehr gefreut hat, war die Tools, die daran befestigt sind. Die sind schon wieder von außen, wie beim Gerber, von außen zugänglich. Ein Messer, ein Schraubenzieher, ein ganz kleiner Schraubenzieher. Eine Ahle und es soll wohl eine Säge sein. Ich bin mir da nicht so sicher, ich habe sie auch nicht probiert. Aber das mache ich jetzt.
Prinzip ist die nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. So, auf der anderen Seite haben wir einen Schraubenzieher sein, keine Ahnung. Ein Kreuzschlitz-Schraubenzieher. Ein Flaschenöffner und ein Dosenöffner. Und jetzt kommt wir zu dem, wo ich sage, für 10 Euro ist das Ding geschenkt. Denn dieses Multitool hat an dieser Seite so etwas Quadratisches. Da kommt dieser Aufsatz drauf. Und auf dem Aufsatz sind hier lauter, man kann es sehen, lauter Bits. Da kann man zum Beispiel einen Imbus draufsetzen und den ganz normal zum Schrauben benutzen. Oder wenn man, wenn es festgerostet ist, es mit einem Hebel drehen. Und noch mehr Hebelwirkung. So, und 10 Euro. Für 10 Euro kann ich sagen, wenn das noch mal beim Aldi ist, holt's euch. Holt's einmal, holt's zweimal, holt's dreimal, holt's 10-mal. Nehmt eins immer mit, packt eins in die Schublade, falls ihr das verliert, und verschenkt die anderen. Das Ding ist ein saugeiles Multitool. Das ist Wahl Nummer 1 für mich. Das Gerber, Wahl Nummer 2. Das hier von Obi. Man kann sogar noch den Schriftzug sehen. Obi. Nummer 4. Das hier Nummer 5. So, das war mein Beitrag zum Thema Discount Bushcraft oder Discount preiswerte Multitools. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.